Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Ja, wir sind hier nach wie vor in Nuka-Cola World. Wir haben den Auftrag von unserem Typen hier bekommen, einige Parks für uns zurückzuerobern und sie mit bestimmten Flaggen zu versehen. Jede Flagge, drei mögliche gibt es, steht für eine der Raider-Banden, denen dann dieser Park gehören wird. Gut. Ich habe auch ganz brav unseren Schrott in die Siedlung gebracht und werden jetzt hier weiter uns hier durcharbeiten und schauen, ob wir noch einige Gegner besiegen müssen, sollen, dürfen können. Tatsächlich. So, bitteschön. Jetzt schon gemacht. Entschuldigung, jetzt ist es besser. Für empfindliche Gäste sind am Eingang des Stampede-Karussells Spuckbeutel erhältlich. Spuckbeutel. Meinst Kotztüten oder was? Super. Was haben die dann bitte für Attraktionen, wenn du schon einen Spuckbeutel brauchst? Wir haben immer also wenn das dasselbe ist, dass man da reinbrechen kann. Nuka-Cola verkündet mit Stolz. Wir sind die Einzigen an der Ostküste, die Nuka-Cola Quartz und Nuka-Cola Victory Programm haben. Probieren ja. Sie sie noch heute. Also wir sagen immer Speibsackel dazu. Das wollte ich noch sagen. Oh, da haben wir ja noch jemanden. Hallo. Was schießt man dir weg? Ich würde sagen das hier. Boom. Zack. Oben ist auch jemand. Das da. Das hat Spaß gemacht. Dann ist da noch was. Was? Ah, du. Hoppala. So. Da bist du jetzt hin. Da ist noch so ein Kerl. Oh, schade. Ich denke immer, das ist unser Kotzi, ne? Ach herrje. Ach herrje, Mine. Dabei ist er das ja gar nicht. Nein, nein. So, das nehmen wir alles mit. Ach, im Ernst? Da kann man was reingeben? Okay. Wenn man dann hier Schrott reingibt, kommt dann Eis raus oder so? Ja. Ach ja. So. Ich weiß immer noch nicht, welche Raider-Bande ich das hier geben soll. Du bist ja normalerweise ausgeschalten jetzt, ne? Ja. Der ist nicht einsatzbereit. Ah, da haben wir einen. Tschüss. Passt, der ist schon erledigt. Das ist sehr gut. Das nehmen wir auch alles mit. So wie das hier und dieses und jenes. Nuka-K-Ticket. Ach so, schon wieder. So, das hatten wir schon mal, ne? 20 Stück davon. Aha. Gut, der PC hat es überstanden. Ja. Müsste hier alles sein, hoffe ich mal. Dann gehen wir noch hier rauf. Hallo, ist hier jemand? Nein. Das ist gut. Haben wir hier irgendwas? Moin. Ich bin gespannt, wo wir diese komische Fahne hinstellen sollen. Da drüben irgendwo. Was? Alter. Ja, hin mit dir, echt. Mistding. Hey. Heilst du dich schon? Na, dann eben. Ich hab voll den Kopf reingestochen. Ja, direkt Einspritzung. Wo ist jetzt bitte? Alter, wer baut denn sowas? Ah, da unten ist auch so ein Zipfelklatscher. Da. Was? Was? Noch jemand? Ein Augenbot. Und? Oh. Jawohl.
Wir hätten eine Chance. Ja, haben wir eh. Läuft eh nicht so schlecht. Du Schwarzmaler. Oh, hallo. Sind sie kaputt? Ja. Einfach umgeballert. Pff, fertig. Bist du da drüben jetzt eigentlich auch ein Roboter? Tatsächlich. Zeit zum Spiel. Aha, das ist wieder so einer mit glühenden Augen. Achtung, eine Durchsage. Die heutige Vorstellung von Cosimo. Ui, aus dem Weg. Etwas mit. Geht gleich ab. Nicht schlecht. Wo ist jetzt wer? Augen auf. Jetzt bist du tot. Ja, wer noch? Ah, da. Tschüss. Was? Nein, ob, wo? Wer? Da drüben? Ach so, da ist noch sein Job. Jawohl. Super. Dass ein Teil des Eintrittsgelds den Männern und Frauen zugute kommt, die für uns in der Fremde kämpfen. Du kannst da durchschießen, dein Ernst. Was? Nimm hier? Oh, hallo. Bam. Aha, ich musste da mal so. Haben wir getroffen? Bam. Da ist ein Augenbot. Haben Sie Ihre versteckte Cockybrille verloren? Keine Sorge, die Brillen sind an allen Souvenirständen im Park erhältlich. Toll. So. Der Augenbot da hinten geht mir noch auf die Nerven. Komm her, wo bist du denn? Hallo? Augenbot? Da, warte. Bam. Bam. Wir wollen einen Kampf. Na komm. Yeah. Super. Fein, fein, fein. Hör. Boah, Achtung, da ist viel. Eine Durchsage. Ja? Alle Teilnehmer des Nuka-Cola-Wetttrinkens müssen ihre Schadensersatzverzichtserklärung abgeben, bevor sie zum Wettbewerb zugelassen werden. Schadensersatz. Aha. Verzichtserklärung nehme ich auch noch. Ja, habe ich mir schon gedacht, dass dieses Nuka-Cola nicht besonders gesund sein kann, ne? Eine Kampfzone haben wir da. Eine Kampfzone? Das wäre schon fast gut für die, fürs Rudel, ne? Hier, die hierher zu tun. Das würde denen sicher gut stehen. Ist das ein Riesen-Cotsworth? Tatsächlich. Wow. Warum nicht? Die Kampfzone. Kampfzone, ja, das wäre schon was. War da jetzt gerade jemand? Ich sehe Gespenster. Das wäre ganz bestimmt sogar was Tolles fürs Rudel. Tatsächlich, da ist echt jemand. Hallo. Also etwas. Oh, ist das Kopf hier oben gefallen. Oh. Bam. Bam. Nicht, Kumpel. Geht ja. Alter, ich schaue schon wieder aus. Ich bin schon wieder voll am Ende. Solala. Solala. Was? Noch jemand? Ah, da! Du. Du Ding. Jawohl. Aufgrund einer Verwechslung in der Müllentsorgung im Safari Adventure wird heute Abend im Four Leaf Bratfisch Restaurant kein Apfelsaft ausgeschenkt. Richtig? Ihhh. Was? Ich hätte nicht zugehört. Sind wir da fertig? Ja. Ja, in der Tat sind wir. Hier ist auch noch ein bisschen was. Mein Gottchen, die Entchen abknallen, ne? Wer, wie, ich hab keine Ahnung, wenn du genügend triffst, kriegst du einen Preis, ne? Oder so. Bitte, wo geht's denn da jetzt hin? Jetzt wird's abgespaced. Ja! So. Erleben Sie mit unserer Show im Sternenhimmel das Leben fernab der Erde. Die Ausstellung wird präsentiert von Vortec. Mhm. Da musste ich mal kurz husten, Entschuldigung. Hüstelchen, Hüstelchen.
Oh, Souvenir Teddy Bellis. Oh. Das nehmen wir auch gern mit. Kann ich da irgendwie rein? Ich möchte den da noch looten. Der ist nämlich ein bisschen unglücklich. Huch, da ist auch noch was. Souvenir Fall vor dir Spielzeug. Aha. Darf ich hier rein, bitte? Oh, entsperren. Nuka-Cola verkündet mit Stolz die große Wiedereröffnung unserer Welt der Erfrischung. Jetzt ja. Mit leckerer Nuka. Oh. Muss ich da drin etwa auch alles sauber machen? Oh, ich glaube ja. Ach nee, da haben wir ganz schön Arbeit. Dam, da, dam, duff, boing, puff. Wo ist noch jemand? Da drüben. Boah, gleich zwei. Ich will so eine alte? Ja. Alter. Ist jetzt nicht mehr hin? Na endlich. Drei. Drei. Verstehst du? Drei. Okay, das wäre erledigt. Stirb endlich, du scheiß Roboter. Ja, der ist mal hin. Der ist auch hin. Und du wirst auch gleich über den Jordan wandeln. So, geht ja. Alles okay? Der liegt schon am Boden. Flatter. Schmerzen. Heilst du dich? Ja, er heilt sich. Gut. So. Na sowas. Oh, was habe ich jetzt aufgehoben? Scheiße, es war zu schnell. Entschuldigung. Wahrscheinlich irgend so ein tolles Heftchen wieder. Mit irgendwelchen Fähigkeiten plus. Oh, das hat sich gerade komisch angehört. Entschuldigung. Gibt es hier Fallen? Auf die ich aufpassen muss? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nein, nein. Oh, was haben wir denn da? Oh, Starkern. Da oben ist auch noch was. Eine Actionfigur, glaube ich. Wachbot-Modell. Aha, niedlich. Also in dem Fall ist er niedlich. Der schießt mich ja nicht. Ja, was haben wir hier noch Tolles? Ja, ein Brettspiel. Das kennen wir, glaube ich, sogar schon. Eine Sicherung. Souvenir-Spielzeug-Auto. Oh. Vakuumröhre. Noch eine. Haarklammerbox. Das und dieses und jenes. Und das hier auch. Gut, da ist nichts. Was haben wir hier noch Schönes? Hier und da und das. Hier nehmen wir auch alles mit, freilicherweise. Oh, ein Terminal. Was hätten wir denn da? Protektron Steuerung. Ja, das ist natürlich jetzt der Fehler. Protektron Einheit abweisend oder beschädigt. Einheiten abschalten. Na, die erschießen wir alle. Sicher nicht. Wenn noch welche sein sollten, die kriegen eine Ladung Kugeln verpasst. Ja. Sind ja alles Erfahrungspunkte. Und wir überleben das, witzigerweise. Eine Kamera. Aha, mehrere. Was ist denn das? Oh. Servus. Aha. Ah, den hatte ich schon. Den haben wir schon. Na, doch nicht. Schau mal. Oh, oh. Den habe ich noch nicht ausgelotet. Pfui. Haben wir hier noch was? Ah. Da haben wir tatsächlich was. Dam, 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 baum, 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 baum. Boom, bam. Das war's. So. Der da kriegt auch noch was ab. Jawohl. Sehr gut. Boah. Feine Sache. Looten, looten. Ah, da hinten sind, glaube ich, noch ein paar. Zuerst noch hier reinschauen.
Vielleicht können wir gegen diesen Deppen da kämpfen. Ich will schon wissen, warum du Platz für das ganze Zeug vergeudest. Alter, halt die Klappe. Ich brauche das alles für die Siedlung später. Ach, so unhöflich, diese Raider. Echt. Hm, schade, ich habe gehofft, dass hier ein Fusionskern versteckt wäre. Oh. Eine Werkzeugbox. Cool. Yeah. Klebeband und ein bisschen was Patronenmäßiges und noch anderen Schrott. Nehmen wir alles gerne mit. Zeige ich, was im Auge bekommen. Na toll. Herrschaftszeiten. Fängt schon gut an heute. Halt, was? Galaktron. Das war's? Für unglaubliche Action. Tja, sind Sie bereit für aufregende Kämpfe? Da haben wir es wohl verdient. Sind Sie bereit, den neuesten Robotern beim Kampf in der ultimativen Vorführung zuzusehen? Was? Dann ist es Zeit für die Robco Battlezone. Was? Jetzt im Ring. Robcos Galaktrons. Erleben Sie, wie die Galaktrons dank ihrer High-End-Laser kurzen Prozess mit diesen Autos. Aber jetzt nicht der Ernst. Das ist jetzt nicht so der Ernst. Ich muss da echt gegen die Steppen kämpfen. Alter, was für ein Mist. Naja. Na, du? Drei. Ja, würdest du jetzt mal abnippeln? Alter, ist mir da gerade einer von hinten. Und so rein? Ja. Ich glaube, da kann ich meine gesammelten, hart ersammelten... Was ist mit meinem Kumpel? Der ist irgendwie AFK oder was? So, der erste da ist mal weg. Lästiges Scheiß-Roboter-Ding. Ah! Mal wieder so ein Shopper. So. Und essen auch gleich. Na, Feuer ab, den Scheiß. Puh, das ist echt heftig. Wah. Du gehst mir auf den Nerv, Mädel. Noch jemand? Tatsächlich. Na los. Alter. Oh. Unglaublich. Lust auf mehr? Bitteschön, da kommen sie. Zwei top aktuelle Novatrons. Aber es ist nicht der Ernst. Oh, fuck. Hallo? So, der erste ist mal weg. Oh, 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 oh. Schnell bringt sie um. Na toll, jetzt muss ich nachladen. Schoppern, echt. Puh, Glück gehabt. Ja, fast. Und jetzt. Fast erledigt. Kampf, auf den alle gewartet haben. Die Spitzenklasse der High-End-Robotertechnik. Ja, wenn ich nicht will. Der wahre. Robco Weltraum-Wachbot. Ein Wachbot. Na, bitte nicht. Oh, ich hätte das nicht machen sollen. Na toll, jetzt müssen wir wieder nachladen. Das ist ganz logisch. Boah, Level up. Sehr gut. Stufe aufgestiegen. Bitte gehen Sie durch die Türen auf der unteren Ebene hinaus. Alter. Und vergessen Sie nicht, den Robco Andenkenladen Ihr persönliches Souvenir des heutigen. Vielen Dank, dass Sie die Robco Battlezone besucht haben. Ja, gern geschehen. So, nehmen wir das Ganze da mit. Boah, ey, übel. Aber wir haben es geschafft. Irgendwie. Ja, natürlich. Ich meine, natürlich haben wir es geschafft, selbstverständlich. Was denn sonst? Diese Deppen da echt. Na, das passt definitiv perfekt fürs Rudel hier.
Da können sie wunderschön ihre Hundekämpfchens machen. Natürlich bin ich überladen. Alter Schalter. Das ist ja übel darin. Das muss man alles clearen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und wo soll jetzt diese ach so tolle Belohnung sein? Da unten durch, oder wie? Wahrscheinlich kriegst du einen feuchten Händedruck und das war's. Alter Schande, bin jetzt überladen. Da muss ich jetzt da ganz, ganz dringend raus. Oder besser gesagt, hier rauf. Oder raus? Ich glaube raus eher, ne? Ja. Da drüben wäre sogar noch so ein Vibes-Bild. Das wären alles Punkte halt, ne? Na, wo bist du denn hin? Bam! Die Balli alle weg. Die müssen alle weg. Das sind... Ja? Wer? Mach das da unten. Jawohl. Ja. Super, jetzt bin ich verbrennt. Schön. Weil ich nachgeladen habe, ich Idiot. Das ist gar nicht gut. Jetzt muss ich das alles wahrscheinlich nochmal machen. Na, schaut nicht so aus. 35. Oder doch, natürlich muss ich es nochmal machen. Selbstverständlich. Das war jetzt nicht so schlau. Ich hätte speichern sollen, ich Idiot. Naja, was soll's. Fail, fail, fail. Ganz, ganz viele Fails. Ach, das ist wieder bitter. Ich denke, ich werde dann auch... Ja, schau mal, kann ich die Waffe zu einer Schrot oder so wechseln, was mir mehr bringen könnte? Als für die hier? Ich glaube nicht, die macht recht gut Damage. Das hier vielleicht. Schauen wir mal. 8 Schuss. Vielleicht wird das hier ausreichen. Ja. Ja, ich bin überzeugt. Ich bin überzeugt. Die nehmen wir. Ich bin überzeugt. So. Na, wo ist denn jetzt hin? Einmal noch. Nochmal. Passt. Hin ist sie. Also ich bin überzeugt. Das ist lustig. Entsperren. Aha, so einfach. War das der Schlüssel? Willst du dich damit wirklich ab? Ah. Aha. Aha. Ach so. Leuchte, 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 funkel, funkel. Da, das nehmen wir alles mit. Da haben wir noch einen Schlüssel. Ein überfälliges Büchlein. Ich weiß vielleicht nicht, wie der Scheiß funktioniert, aber wenn es glänzt, ist es was wert. Ein Teddybär. Natürlich. Ja, ne? Fein. Pizza-Tablett. Stift nehmen. Was ist das eigentlich schon wieder? Posteingang. Im Ernst, naja. Willkommen bei Termlink von Robocop Industries TM. Robocop Battlezone. Kontrollraum. Denken Sie daran, alle internen Nachrichten rasch zu beantworten. Posteingang 111 077. Von C. Gainsbrod. Leiter der Programmierungsabteilung. An alle Mitarbeiter, wie Sie wissen, hat es vor wenigen Tagen einen bedauerlichen Unfall mit einem überarbeiteten Novatron gegeben. Die können überarbeitet sein? Ja. Der in der Frühvorstellung explodiert ist. Ach du Heilige, wird aber wirklich überarbeitet. Zum Glück konnte unser Sicherheitsglas die Fusionsexplosion eindämmen, aber die nachfolgende Säuberung war kostspielig und hätte zu Todesopfern führen können. Als Leiter der Programmierungsabteilung kann ich dies mit gutem Gewissen nicht mehr zulassen. Nachdem ich mit unserem Robco-Personal gesprochen habe, werde ich daher die Anzahl der Vorführungen von 8 auf 6 pro Tag verringern. Hoffentlich wird diese Änderung
die Belastung der Roboter verringern und uns ermöglichen, auch weiterhin beste Roboterunterhaltung zu präsentieren. Aha. Posteingang 080977 von H. Carroll, Leiter der Öffentlichkeitsarbeiten, an alle Mitarbeiter. In letzter Zeit haben wir Beschwerden von Nuka-World-Besuchern über unsere Novatron- und Galaktron-Roboter-Darsteller erhalten. Angeblich ähneln diese Modelle stark dem Botrektron und Aggressionstron von Robco. Außerdem wurden bemängelt, dass wir nicht wie in der Werbung versprochen, spektakuläre mechanische Waffen mit brandneuen Robco-Prototypen präsentieren. Ich habe mit unserem Robco-Personal darüber gesprochen und wir sind der einhelligen Meinung, dass es von uns derzeit keinen Kommentar dazu geben wird. Sollten Sie eine derartige Beschwerde erhalten, erstatten Sie den Ticketpreis nicht zurück, sondern fordern Sie die jeweilige Person auf, ein Beschwerdeformular einzureichen. Sie erhalten dann innerhalb von 12 bis 18 Wochen von uns Ihre Rückerstattung per Post. Boah, schnelle Bearbeitung. Sehr gut. Posteingang, oh, Entschuldigung, es war zu schnell, 23 0 irgendwas. Von CF Gangsbrod, Leiter der Programmierungsabteilung, an alle Mitarbeiter. Wir sind alle bestürzt über den unerwarteten und ziemlich brutalen Tod von Tim Whittingstone. Einem Techniker, der seit der Eröffnung der Attraktion im Jahre 2072 bei uns gearbeitet hat. Laut den Ergebnissen der offiziellen Untersuchung durch die Polizei von Bradburton ist Tim durch einen Unfall ums Leben gekommen. Daher wurden die Battlezone und Robco von jeglicher Haftbarkeit freigesprochen. Denken Sie bitte daran, dass unsere Roboterdarsteller mit scharfer Munition ausgerüstet sind und in der Arena eine abgeänderte Version ihrer ursprünglichen Kampf-KI verwenden. Aus diesem Grund ist der Zugriff auf sie streng verboten, solange keine Reparatur oder Wartung autorisiert und die Energiequelle des Darstellers vollständig entfernt wurde. Danke für Ihr Verständnis. Ja, Entschuldigung, wieder falsch. So. Scheißen Dreck, jetzt muss ich das nochmal machen. Ja, Zocki, das hast du wieder fein gemacht. Bravo, Daumen hoch. So, la 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 la. Da kommt man gleich zum Weinen bei diesen sollen Sachen. Wo geht's hier jetzt eigentlich wieder hin? Ganz raus wahrscheinlich. Willkommen zur Robco Battlezone. Nehmen Sie Platz, unsere nächste Show. Ja, Nuka-Cola World. Natürlich geht's da ganz raus. Ah, da haben wir noch was. Ja. Hier. Ah ja, diese Postkarten, ne? Die können wir gleich so. Dann wieder Tickets. Sturmfeuerzeug. Noch ein Ticket. Ein verbranntes Büchlein. Kann ich da rein? Geh mal beiseite, bitte. Ja, eigentlich schon. Aha, mit Schlüsseln und so. Na toll. Technisches Dokument. Das müssen wir dann auch mal bei den Baladin abgeben. Da habe ich schon 20.000 Stück davon. So. Ticketrolle. So ein Riesendrum. Ja, aber dafür haben wir einen tollen Wandtresor noch. So. Ah, na toll. Super. Also mehr darunter. Also ich würde sagen mal so. Nein. So vielleicht. Nein. So. Ja. Geschafft. Super. Alles her damit. Ja. Mein Begleiter hat es gefallen, dass ich alles ausraub. Sehr schön. Sehr schön. Den hätten wir viel früher kennenlernen müssen. Jo. Eine Zeitung, eine Sicherung. Haben wir sonst noch was? Ich glaube nein. Dann tue ich halt nochmal kämpfen. Aber. Huch. Da. Hm? Aha. Aber vorher kriegst du mal was ab. Komm her mal, Kumpel. Bleib mal stehen. Aha, der hat noch umgeballert. Halt. Was gibt's, Boss? Handeln. Du tust schön schleppen. Aha. So, du kriegst die mal und die auch. Die kriegst du auch. Die nicht. Die kannst du auch haben. So, Kleidung.
das Teil. Warte mal. Ah, na, das sind meine Sachen. Die kriegst du nicht. Ich habe haufenweise Schrott. Echt? So viel Schrott klumpert? Ja. Da muss er halt das schleppen. Ist mir wurscht. Schön schleppen. Das Dumme ist, dass nämlich unsere Teile hier kaputt sind. Jetzt habe ich natürlich eine weitaus verringerte Tragekapazität. Nicht gut. Oh, da ist auch eine Mutti umgefallen. Na, nicht so. Was sollst denn umfallen? Ja, ungefähr so. Boah, die Buffen geht echt gut. Ein Augenbot. Das war einmal einer. Na du. Der müsste ja hin sein. Geht ja. Und da haben wir auch nochmal einen. So, passt. So. Boah, die Buffen geht. Na nu. Die geht echt gut. Mit der werden wir unten schnell fertig sein. Tut mir leid nochmal, dass ich so schön. So wieder mal so wunderschön und herrlichst versemmelt habe, alles zusammen. Ich werde selbstverständlich auch speichern, weil ohne Speichern kann ich irgendwie gar nichts, ne? Bring ich nichts auf die Reihe. Da? Ja. Also hier noch schön alles looten. So. Dann tun wir speichern. Ja, hier ungefähr bestätigen. Dann gehen wir die Kacke nochmal machen und dann werde ich hier wieder mich rausporten. Ich werde den ganzen Schrott und alles, was wir hier gesammelt haben. Was ist eigentlich da unten los? Da war ich ja auch noch nicht. Oh. Da kam der Wachbrot her. Ah. Wow. Aha, da könnte ich ihm jetzt theoretisch... Hey, nicht umschießen. Na, wir sterben. Jetzt gehe ich schon wieder sterben. Ach, das kann ich nicht sein. Das habe ich wieder drauf geachtet. Ja, ich bin halt nicht so ganz... Mein Skill hat sich heute verabschiedet. Der ist über alle Berge weg. Zum Glück habe ich gespeichert. Ey, Scheißendreck. Diese Idioten, die sich alleine durchschlagen. Tja. Ja, das bin ich. Dann wohl leichte Beute. Ja. Bin ich gesund? Nicht ganz. So ein Dreck, ich bin so doof. Dann müssen wir den zuerst wegballern. Oh. Entschuldigung. Der ist hin. Der ist, glaube ich, jetzt auch hin. Was, das ist noch so eine Wamm? Der Wachbrot ist das. Jetzt bald mal hin. Oh, ausweichen. Boom. Okay, was gibt's hier noch Schönes? Mit ein bisschen Glück nämlich haben wir dann die ganzen Roboter nämlich schon im Vorfeld besiegt. Und müssen die nicht oben in der Arena klatschen. Das wär's. Oh. Verkäufer. Ups. So viel Staub war schon lange niemand mehr hier. Gut, das heißt, du bist der Meinung auch, dass er einfach so schon tot war? Gut, dann sind wir uns einig. Kronkorkenvorrat. Noch eine Flasche und da hinten ist das eh nichts, ne? Na. Der Bast. Nehmen wir das alles mit. Ja. So, das kommt alles mit. Das auch. Bin gleich wahrscheinlich wieder wahnsinnigst überladen. Da oben ist noch eine Tür. Alter, wie viele Türen gibt es denn hier noch? Da liegt auch allerhand Skraffel rum, ne? Noch ein Schlüssel. Alter Schwede. Moment. Achso, jetzt dachte ich, da ist hier auch noch mal einer leer. Was haben wir hier denn noch Schönes? Mit Roboter verbunden. Fehler. Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Überprüfen Sie bitte, ob sich der Roboter wie vorgesehen auf der Diagnoseplattform befindet und versuchen Sie es danach erneut. Nein, ich glaube, der wird nimmer dort drauf fahren. Der ist nämlich hin. Ja. Den Ordner nehmen wir auch noch mit. Was? Patrönchen? Auch gern mitgenommen. Ich glaube, das passt so.
Dann ich will hupsch nicht aussehen wie ein Ghoul. Können wir mit der Strahlung aufpassen? Ja. Aha. Okay, da sind wir hier. Okay, also einmal im Kreis gegangen, auch nicht schlecht. Gut, gut, gut. Vielleicht habe ich jetzt ja das große Glück. Ich werde auch gleich hier speichern, bevor ich da reingehe. Vielleicht habe ich dann das große Glück und wir können... durch die Waffe, die ich jetzt habe, das Ganze schneller beenden. Beziehungsweise, vielleicht kommen jetzt gar nicht mehr so viele Roboter. Ne, weil sie schon kaputt sind eigentlich. Vielleicht. Oh, warte kurz. Das ist wieder speicherwürdig. Bei meiner Ungeschicktheit. Da ist er. Yeah, noch einmal. Wup, 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 wup. Level up. Unglaubliche Action. Sind Sie bereit für aufregende Kämpfe? Wir haben das wohl verdient. Sind Sie bereit, den du bist gar nicht da. Wer redet mit mir? Beim Kampf in der ultimativen Vorführung zuzusehen? Dann ist es Zeit für die Robco Battlezone. Ja, ja. Jetzt im Ring. Robcos Galaktrons. Erleben Sie, wie die Galaktrons dank ihrer High-End-Laser kurzen Prozess mit diesen Augenbots machen. Ja, okay. Ah, das hilft zu nichts. Da muss ich aus nächster Nähe. Was? Der erste schon mal hin? Na? Ah. Ist der jetzt auch schon hin? Aua! Okay. Was? Der ist auch hin? Gibt's noch jemanden? Nein. Show. Das lief gut. Überhaupt etwas gegen den Galaktron bestehen. Erfahren Sie es jetzt. Es wird Zeit für ein Duell gegen Rockos. Ah, bist du doch da? Novatron. Ein Novatron. Bist du? Ich versteck mich mal kurz. Nachgeladen haben wir. Hallo? Was? Wo? Wer? Was? Da oben? Ah, da. Hihi. Yes. So macht man das. Unglaublich. Ja, finde ich ja. Lust auf mehr? Bitte schön. Na. Da kommen sie. Zwei top aktuelle Novatrons. Ach, Menno. Was? Komm doch rauf, du Scheißviech. Puh. Yes. Oh, das lief gut. Der Kampf, auf den alle gewartet haben. Oh, jetzt kommt der Wachbot. Die Spitzenklasse der High-End-Robotertechnik. Nein. Der einzige, der wahre. Ich will aber nicht. Robco, Weltraum-Wachbot. Wow. Der hat mich schon erwischt, ne? Ja, jetzt ist er da, ne? Nein, nicht du. Puh. So. Aha. Komm, geh ein. Okay, nachgeladen ist. Jawohl, weg da, weg. Boom. Gut, nochmal geschafft. Für einen Kampf. Oh. So, aber jetzt gehe ich nochmal speichern. Entschuldigung nochmal, dass wir das nochmal machen mussten. Aber jetzt ging es dafür besser. Ja, nicht bitte schlecht. Ich mag die Türen auf der unteren Ebene hinaus und vergessen nicht, im Robco Andenkenladen Ihr persönliches Souvenir ich bin überladen. Zu erstehen. Ja, ja. Vielen Dank, dass Sie die Robco Battlezone besucht haben. Ja, du Genie. Gut, haben wir das geschafft. Gott sei Dank. Lief irgendwie besser als erwartet. Also gut. Ja.
Ich werde mich da mal wieder rausbegeben zu Fuß. Theoretisch müssten wir hier alles entdeckt haben. Ich werde den ganzen Schrott selbstverständlich wieder in unsere Siedlung bringen und dann werden wir uns im nächsten Part wieder hier treffen in diesem Park und werden noch ein bisschen weiter umschauen, ob es nicht doch hier und da noch irgendwelche Gegner gibt oder Roboter gibt oder was weiß ich, die wir bekämpfen können, die wir beseitigen müssen, damit wir hier eben ein neues Zuhause für die Raider-Bande, das Rudel, ja, gründen können. Jo. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!